Das hier ist meine Assistentin, meine Tochter, die Fenia. Die hilft mir gleich bei den Nummern ziehen. Und wir kommen zur 100er Abo-Challenge von mir. Und zwar das Bannock-Backen. Ich habe hier so eine Liste gemacht. Zeige ich euch mal. Auf dieser Liste steht drauf, wer alles mitgemacht hat. Ich habe hier unten Nummern eingetragen, die schneide ich gleich aus. Und meine Tochter wird die dann ziehen. So, ich lese mal vor, wer alles mitgemacht hat. Da war bei der Oliver Glien, der Tino von DA Pictures, der Zarpeter. Einfach nur so hat mitgemacht. Max Günther hat mitgemacht. Schnorris 58 hat mitgemacht. Und der Natureman. Herzlichen Dank für die schönen VAs, die ihr gemacht habt mit den Brotbacken. Meine Frauchen hat schon wieder gesagt, eigentlich hätte den absoluten Preis für Kreativität wieder der Tino von TA Pictures gehabt. Also Tino, war bombenmäßig dein Bannock. Also ich habe gefeiert hier, wie das sich langsam vom Stock verabschiedet hat. Wir schneiden jetzt mal die Zahlen aus und die werde ich dann zusammenfalten. Ich habe hier so eine kleine schwarze Kuska. Da werde ich dann die zusammengefalteten Zahlen reinlegen und die Fenia wird dann ziehen. Und wir machen jetzt erstmal die Zahlen und ich hole euch dann wieder dazu, wenn wir die Zahlen hier einfüllen werden, um dann die Lose zu ziehen. Die Jury, hier haben wir die Preise drin und du ziehst jetzt mal, Mausel. Hol mal einen raus. Na komm, hol mal einen raus. Na los, Mausi, ein. Super! Hier haben wir den ersten Platz und das ist die Nummer 3. Und zwar ist das der Zarpeter. Und der hat den ersten Preis. Nein. So, und jetzt holen wir die anderen beiden Preise. Nein, Maus, den ziehst du nicht. Komm her. Hol mal raus. Da ist einer rausgefallen, das zählt nicht, der geht wieder rein. Komm her, Maus, zieh mal. Mausi. Jawohl, und da haben wir auch gleich zwei Stück auf einmal. Und da wir ja keinen dritten Preis haben, sondern nur zwei zweite, zählt das. So. Und das sind sehr dicht aneinanderliegende. Und zwar haben wir einmal mit dem zweiten Preis den Max Gunther. Und die Nummer 4 haben wir auch gezogen. Und das ist einfach nur so. So, ihr Lieben. So. Also hier haben wir die Preise, lagen alle schön dicht im Feld zusammen. Die 3, die 4, die 5. Und ich wiederhole es nochmal. Der erste Platz war an Zarpeter. Und die jeweils zweiten Plätze einmal nur so. Und Max Günther. Ich gratuliere euch und vielen, vielen Dank, dass ihr an der Challenge mit teilgenommen habt. Ich werde euch in nächster Zeit benachrichtigen, so dass euch dann nach Ostern die Preise zugesandt werden. Und hier nochmal die zweiten Preise, so eine schöne Kuska aus Schweden mit Sturmstreichhölzern. Das sind die jeweils zweiten Preise. Und der Tatonga Edelstahlbecher mit den mit Sturmstreichhölzern. Und den Kocher, den Schweizer Notkocher, an Zarpeter. Wir danken euch. Es hat Spaß gemacht, eure Videoantworten zu sehen. Und wir wünschen euch ein schönes Osterfest und sagen bis bald und tschüss. Euer Stefan.